Zeit. Das Ding Mario. 1.11.61. Vom Motorclub Neumarkt. Meister aus Ulrichsberg ist er. Auf der Karte ein RC8 ist er unterwegs. Mit der Startnummer 197. Nudelsuppen da, ja? Der ist nur 0,3 Sekunden hinter Kangl auf Platz 2 gewesen. Und Wiesinger Meier, 1.08.46, auch er. BSV Wels auf der BMW S1000 RR. Zweiter hinter Andi Kangl in der Superstock 1000 Wertung der BSV Wels Motorsportpilot aus Salzburg. Und Gamma legt vor 1.06.80, jawohl, 1.06.80. Mit der Startnummer 200 auf der BMW Superstock 1000. Jetzt werden wir dann gleich sehen, was die Zeiten, was die Strecke heute hergibt. Oh, my God.
ersetzt, was natürlich auch. Ist die Antwort. Hastling ist auch schon losgefahren. So, Achtung, Gangl! 1-0-6, 6, noch einmal schneller! 1-0-6, 6-0-1. Es sitzt eher 1000. Die Zeit von Berghammer. Berghammer kann hier noch alles retten. 1-0-7-0-5. Nein, Dritter. Da haben sie Platz getauscht. Gammer Zweiter. Hinter Andi Gangl. Dritter Thomas Berghammer. Und 5 mit Markus Mitterbauer. Aber da sind auch einige. Manfred Plengel, Andi Resedaritz, Alonzi Williams, Erhard Lettner, jetzt bereits unterwegs. Und da Manfred Plengel. 5. Michael Gastinger, 6. dann René Pointinger, 7. Marc Gilardi, 8. Dominik Werkstätter, 9. Emanuel Reisinger. Und Top 10 sind. So, der nächste ist Saarland-Peter, die Antwort ist Nummer 306. Erhard Lettner, Startnummer 212, sind wir da bereits unterwegs. So,
Genau, wir beobachten die Zeiten. Wiesinger Meier, Mitterbauer Oberpfalzsteiner, Sechster. So. Der Stefan hat im ersten Lauf eine 1.13 zusammengebracht. Werner Jarisch, Salvatore Salustro und Thomas Bast, die sind alle auf der Strecke. Jetzt gerade gestartet Hannes Engel. Jetzt auf der Williams Alonzi. Ebenfalls ein Italiener auf einer Aprilia Superstock 1000. Für Andi Resetaritz, Platz 12. Christian Meyer ist bereits unterwegs, der Tiroler aus Vier. Jetzt der Lukas Luki. Thomas Bast. Das war Andi Platzek. Andi Platzek, eine Zeile verlesen, aus St. Peter am Wimberg. So, oben angekommen, Erhard Lettner, der... Aus St. Peter am Wimberg, mit der Nummer 215 ist die Antwort. Wir warten nur auf die Zeit von Stefan Oberfeilsteiner, den Salasbecker. Da haben wir es, Zwischenwertung, aber da sind noch einige, die unterwegs sind. Die Superstock 1000, ja, die heiß umkämpft, wie gesagt. Top 10 noch einiges drinnen. Vorne.
1:12:68 für Thomas Lucky Lukas. Ja, kann sich da noch verbessern. Momentan ist er 10. Ja, Top 10 Platz. Kann man ihn ohne weiteres zutrauen. Unterwegs bereits der Heinz Backinger, der Elias Signer, der Christoph Bernstein und der Bernstein. Auf Platz 10, Mario Hofinger momentan 10. in der Klasse. Aber da... Klaus Bürscher haben wir bereits den Toni Rechberger. Toni Rechberger im ersten Rückgang. Yeah.
Startpositionen. 10 aufwärts. So, jetzt oben mit der Nummer 93. Sekunden. Werner Jahres 3,8 zum Beispiel als Vergleich. So oben angekommen Thomas Bast. 1,13,76. 13. Platz momentan. Klaus Bürser ebenfalls schon. Dann spannend. Niklas mit dabei, den Jean-Luc David, aber auch noch Gammer, Gange, Schleindlhuber, Wiesinger, Meier, Romain, Clea, Savoyen, auch nicht zu beachten, und Thomas Berghammer, natürlich auch nicht. Also. Und jetzt sind wir da bereits schon noch immer in der Superstock 1000. Auch da haben wir natürlich viele Starter. Ewald Mittgutsch unterwegs, Andi Wohlfahrt, Thomas Bast. Alle noch hier unterwegs. Vorne. Unterwegs. Zeit 1:13:57 für Elias Kindler.
Der Honda ist unterwegs. Und wir Eco Racing Team auf der Honda. In Italien auf einer Kawasaki. Christian Wiesinger-Meyer, Platz 5 für Hannes Engel, 6. Markus Mitterbauer, 7. Stefan Oberfeilsteiner. Und wir schalten um zur Haslinger war 10. nach dem ersten Durchgang. Hat jetzt eine 1:09:39 bereits raufgebracht. Toni Rechberger im Ziel. 1:12:48, 13. Platz in der Superstock. Klaus Bürscher, der 10. Superstockplatz. So schaut's aus.